Hi, ich bin Kevin, das ist ein neues Video von Savage Scooters und das ist ein ganz besonderes Video. Worum geht's heute? »2020 war ein ziemlich beschissenes Jahr für uns alle und das nahm gleich 2021 seinen Lauf. Das Schlimmste am Jahr 2020 war, alle Jungs, die über das Jahr hinweg von 2019 bis 2020 Custom-Roller gebaut haben, so wie ich auch einen, hatten keine Möglichkeit, ihn 2020 irgendwo zu zeigen. Und ich als Customizer wollte eigentlich auch gerne die Produkte der Jungs sehen, die über das Jahr und über den Winter hinweg gut geschraubt hatten. Und die Möglichkeit war einfach nicht gegeben. Also da tat sich die Frage auf, was können wir tun? Was kann man machen? Wie kann ich irgendwie die Roller zu Gesicht kriegen? Und da kam die Idee, einen Kalender zu machen. Und das war erstmal nur so eine fixe Idee, aber die wurde dann immer präsenter und präsenter. Und dann habe ich irgendwann über Facebook, über meine Facebook-Seite mal mit euch gesprochen. Und das Feedback war ziemlich gut. Und ja, dann reifte die Idee in mir so Stück für Stück und immer mehr. Und dann habe ich mich entschlossen, einfach einen Custom-Kalender zu machen, der die Roller zeigt von den Jungs, von den anderen Kollegen und Customizern, die über das Jahr hinweg gut geschraubt hatten und leider nicht die Möglichkeit hatten, 2020 ihre Mopeten zu präsentieren. Mitmachen und teilnehmen konnte grundsätzlich jeder. Der Fokus lag natürlich auf dem Custom-Gedanken, also Roller, die speziell verändert wurden, gebaut wurden, mit besonderen Lackierungen, besondere Fahrwerke, besondere Motoren, also irgendwelche speziellen Ideen, die besonders herausstachen. Also eine Standard PX war jetzt da nicht besonders gut für geeignet, aber es haben trotzdem sehr, sehr viele Menschen sich beworben und sehr, sehr, sehr viele Rollerfahrer sich beworben. Insgesamt waren es, glaube ich, 180 Stück oder knapp 180 Stück, aber der Fokus lag auf dem Thema Custom und Customizing und von daher konnte sich tatsächlich jeder auf den Kalender bewerben, der Bock hatte. Ja, wie wurden die Models ausgewählt? Das war gar nicht so einfach und ich wollte auf gar keinen Fall, dass nur ich da drüber gucke und geleitet von meinem Geschmack dann die Roller auswähle. Und ich hatte ja noch zwei Mitstreiter, den Olli und den Carsten, dazu komme ich später noch. Die haben sich genauso wie ich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt und wir haben zu dritt die Entscheidung. Also erstmal hat jeder für sich eine Auswahl getroffen, dann haben wir die Auswahl übereinander geworfen, da waren es dann deutlich weniger Roller und aus dieser Auswahl haben wir dann die, weiß ich nicht, so 20, 30 Roller groß war, haben wir 15 Roller ausgewählt, die wir angeschrieben oder die Besitzer haben wir angeschrieben von 15 Rollern, die dann wirklich in die ganz engere Wahl kamen. Der Kalender wurde hier in Deutschland hergestellt. Das war uns zu Anfang auch nicht gleich klar, dass es hier in Deutschland werden würde, weil wir überhaupt keine Ahnung hatten, wo wir erstmal so was anfragen konnten. Das heißt, der erste Weg führt dann natürlich übers Internet und gewisse Online-Druckereien bieten da ja ihre Dienste an, aber da weißt du halt auch nicht, was du bekommst und hast auch überhaupt keinen Einfluss drauf, kannst Fließbandware bestellen und das war uns an der Stelle ja, nicht so lieb. Und die werden auch nicht unbedingt in Deutschland gefertigt, sondern aus dem nahen europäischen Ausland werden die dann nach Deutschland verschickt. Und das war uns alles nichts. Also haben wir uns entschlossen, diesen Kalender in Deutschland fertigen zu lassen. Und da fiel die Wahl auf die Linsendruckerei. Ja, die Geschichte ist eigentlich ganz witzig. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe vor ein paar Monaten, also letztes Jahr, glaube ich, im August, ein paar Jungs getroffen in Aldenhoven am McDonald's. Und da standen ein paar Roller, ich kann euch mal ein Bild einblenden, da standen ein paar Roller vor der Tür und sagte noch zu meiner Freundin, guck mal, da sind ein paar Jungs mit dem Roller unterwegs. Und ja, habe noch ein Foto geschossen und bin dann rein. Und dann haben wir uns was zu essen geholt und uns draußen hingesetzt. Und beim Hinsetzen draußen sagte meine Freundin, du bist gerade erkannt worden. Und dann sagte ich, wieso, wo, was, wie? Und hinter uns saßen halt diese vier Jungs und ja, hatten mich erkannt. Und ja, wir haben dann fertig gegessen und wollten dann gehen. Und die Jungs saßen noch da. Und beim Vorbeigehen habe ich natürlich gegrüßt, habe gesagt, hallo, grüß euch.
Und einer von den Jungs guckte völlig verstört in meine Richtung und das war wohl sein Bruder, sagte, kennst du ihn nicht? Und der sagte, nö. Dann sagt er, das ist der die Videos macht, den du nicht leiden kannst. Und dann haben wir erstmal schallend gelacht, alle Mann. Ich fand das ziemlich cool. Und dem Gennaro, so hieß der Junge, Gennaro war da nicht so drüber oder nicht von begeistert, dass sein Bruder ihn gerade geoutet hat, dass er mich nicht leiden kann. Nichtsdestotrotz habe ich dann gesagt, ey, hör mal, alles gut, kein Problem. Ich bin da kein Böse, man muss nicht jeden lieben im Leben. Und haben uns dann trotzdem nett unterhalten. Und Gennaro saß irgendwann dann doch ein paar Wochen später bei mir in der Halle auf der Couch. Und so habe ich Gennaro kennengelernt. Und eben dieser Gennaro hat sich angeboten, weil er bei dieser Druckerei arbeitet, uns den Kalender zu drucken. Und das war, ihr seht, das Leben erzählt die blödesten Geschichten zum Teil. Und das war eine Geschichte, wo ich überhaupt nicht dran gedacht hätte, dass ich das daraus entwickeln kann. Also an dieser Stelle, Gennaro, lustige Geschichte, finde ich. Das finden wahrscheinlich viele andere auch. Und ja, was daraus geworden ist, werdet ihr gleich sehen. Der Kalender kostet 39,90 Euro inklusive Versand in Deutschland. Und das europäische Ausland ist allerdings, was die Versandkosten anbelangt, richtig teuer. Das heißt, da kommen die Versandkosten nochmal anteilig on top. Der Vorverkauf startet im Anschluss an dieses Video. Ihr könnt im Anschluss an dieses Video unten in der Infobox könnt ihr alle relevanten Daten sehen, wo ihr den Kalender kaufen könnt. Den Kalender wird es auf meiner Webseite geben. Dort ist ein Shop eingerichtet worden und dort könnt ihr den Kalender kaufen. Die Lieferzeit wird bis Ende September, Anfang Oktober sein. Das heißt, Teile dieses Kalenders sind noch in der Fertigung, was daran liegt, dass die Fertigung dieses Kalenders aufgrund seiner Aufwendigkeit und Hochwertigkeit etwas komplizierter ist. Das heißt, jedes Blatt muss tatsächlich einzeln gebohrt werden, weil wir eine besondere Aufhängung des Kalenders uns gewählt haben. Der Kalender wird mit Edelstahlschrauben zusammengeschraubt und dafür müssen Löcher gebohrt werden. Teile des Kalenders werden noch mit UV-Lack lackiert. Also die Blätter gehen tatsächlich in eine Lackiererei, kann man das nennen, und werden mit UV-Lack beschichtet, damit die Roller nochmal ganz besonders aus dem Blatt herausstehen und stechen. Und das muss alles jetzt noch gemacht werden. Der Druck ist fertig, die anderen Sachen laufen jetzt gerade noch. Und wenn dann alles wieder zusammenkommt, wird das in der Druckerei von Handarbeit zusammengebaut. Und das dauert halt alles so ein bisschen seine Zeit. Aber ihr könnt den Kalender, den könnt ihr jetzt bestellen. Und der wird dann Ende September, Anfang Oktober spätestens bei euch sein. Ich sagte es eben, ihr könnt den bei mir auf der Webseite bekommen. Ich blende euch das jetzt mal ein und unten in der Infobox gibt es den Link dazu. Der Kalender ist limitiert. Der ist deshalb limitiert, weil diesen Kalender keiner gesponsert hat. Den haben wir also komplett aus unserer eigenen Tasche bezahlt. Wir haben zu dritt an diesem Kalender gearbeitet und wir haben den Kalender aus eigener Tasche vorfinanziert und wir hatten erst 100 Stück geplant. Das Budget gab in dem Moment einfach nicht mehr her und hatten das also auch kommuniziert nach außen, aber da hat sich sehr viel Widerstand geregt bei einigen von euch und wir haben dann mal so ein bisschen versucht, grob durchzuzählen, wer alles Interesse an dem Kalender hat. Und wir waren wirklich sehr, sehr schnell bei 80, 90 Kalendern und das wäre dann einfach zu wenig gewesen. Und dann haben wir uns nochmal zusammengehockt, haben wirklich jeden Penny nochmal in den Pott geschmissen, um noch ein bisschen mehr an Auflage zu machen. Und es wird 250 Stück geben, mehr nicht. Für mehr hat das Budget nicht gereicht, weil der Kalender sehr teuer und sehr aufwendig in der Produktion ist. Und von daher alles eigenfinanziert, kann es einfach da nicht mehr geben. Gute Frage. Diese Frage hat mir tatsächlich schon mehrfach gestellt. Ich weiß es noch nicht. Die Arbeit war sehr aufwendig. Wir haben 6 Monate unseres Lebens für diesen Kalender geopfert und zwar viel, viel Zeit. Der Carsten, der die Fotos gemacht hat, hat zum Beispiel seinen gesamten Sommerurlaub für die ganzen Fotoshootings geopfert. Der Olli hat in seiner Firma, die Firma heißt Wirtz Design an der Stelle noch erwähnt,
sehr viel Zeit mit den ganzen, mit der ganzen Planung, mit der Bearbeitung, mit dem Layout und so weiter und so fort. Also da ist so viel Zeit reingeflossen. Allein wenn ich bedenke, dass wir nur 8 Stunden lang vor dem Computer gesessen haben und haben versucht, irgendwie ein nettes Muster in diesen Kalender, ich sage mal Katalog, ich weiß nicht warum, aber in den Kalender zu bekommen, um einfach das Ganze vernünftig zu arrangieren. Und es sollte ja nicht nur das Kalenderblatt sein, sondern auch auf der Rückseite sollte noch was stattfinden. Da gibt es noch viel, viel mehr Fotos auf der Rückseite. Auf der Rückseite wird es Geschichte oder die Geschichte um den Roller geben. Es wird weitere Informationen geben. Mancher Erbauer des Rollers wollte sich auch mit dem Roller gerne fotografieren lassen, mancher nicht. Deswegen sind einige Jungs abgebildet, einige Jungs nicht. Ja, deswegen weiß ich das noch nicht, ob es das war oder ob es vielleicht noch einen Kalender gibt. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie er ankommt bei euch, ne? Wenn den Kalender keiner haben will, dann tun wir uns die Arbeit sicherlich nicht nochmal an, wenn er gut ankommt. Ihr könnt mir ja das Feedback dazu geben, ihr könnt es in die Kommentare schreiben oder ihr könnt es mir zukommen lassen, wenn ihr den Kalender gekauft habt. Das wäre ganz hilfreich. Dann schauen wir mal, was wir draus machen. Ja, wem möchte ich Danke sagen? Ich möchte eine ganze Menge Leute Danke sagen. Zuallererst möchte ich Danke an den Carsten und den Olli sagen, die beiden Jungs, die mir dabei geholfen haben. Ohne diese beiden Jungs hätte der Kalender tatsächlich nur in meinem Kopf stattgefunden. Ich habe diese Idee gehabt und ich habe öfter mal blöde Ideen in meinem Leben und das war auch so eine fixe Idee. Und das Problem an der Sache ist, ich bin so kreativ wie eine umfallende Bahnschranke. Ja, das ist einfach so. Ich kann mehr mit Metall und mit Kabeln umgehen, aber dieser kreative Prozess, ich weiß, wenn mir etwas gefällt, aber ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt, dass es gut aussieht. Dafür brauchte ich also kreative Leute und Olli und Carsten sind wirklich kreative Köpfe und die haben da sehr, sehr viel Blut, Schweiß und Tränen reingesetzt und ohne euch beiden hätte es nicht funktioniert. An der Stelle vielen Dank. Weiter möchte ich Gennaro danken, der wirklich sehr, sehr viel Engagement beim Druck vom Kalender gezeigt hat. Wir durften drehen in der Druckerei. Im Anschluss werdet ihr an meinem bisschen Blabla werdet ihr sehen, was oder wie der Druck aussah. Wir waren nämlich live dabei. Und zu guter Letzt möchte ich natürlich allen danken, die sich beworben haben und insbesondere dann auch den Jungs danken, die wirklich sehr viel Kilometer auf sich genommen haben, zu den Shootings zu kommen. Wir haben coole Locations ausgesucht im Ruhrpott und ihr seid aberwitzig viele Kilometer gefahren und habt das alles auf euch genommen, um dabei zu sein. Jungs, mega herzlichen Dank dafür. Ich weiß, dass das euch auch Zeit und Geld gekostet hat. Der Österreicher, er weiß, wen ich meine, ist tausende von Kilometern gefahren, hat in seinem Auto gepennt, damit er beim Shooting pünktlich war. Also es waren ganz verrückte Geschichten, die sich da abgespielt haben, was mit den Anreisen zu tun hatte. Das macht mich sehr stolz, weil die Jungs auch an das Projekt geglaubt haben und gerne gekommen sind. Und deswegen an alle Kalendermodels meinen herzlichen Dank und ich hoffe, der Respekt und die Anerkennung für euren wirklich sehr, sehr schönen Roller wird mit diesem Kalender dann der Sache auch gerecht. Der Kalender ist ja Knaller. Aber da will ich gar nicht so viel Blabla machen. Ich glaube, ich habe schon ohnehin viel zu viel gelabert. Ich zeige es euch einfach. Also, jetzt würde ich sagen, gucken wir uns mal an, wie der Kalender aussieht. Viel Spaß!